Hallöchen! Willkommen bei einer neuen Folge Let's Play mit dem Ed. Wir müssen mal wieder den Ältesten suchen. Wir befinden uns bei Folge 3 vom Tribe Primitiv Bilder. Ich habe mir den Namen gemerkt. Ach, das sind keine Ranken zum Schneiden. Ach so. Eröffnungsgebet kosten. Wir können ja mal kurz einen Weihrauch noch herstellen. Das ist ja kein Problem. Das ist ja kein Problem. Sehr gut. Aber ich glaube, das Management wird ein bisschen anstrengend. Aktuelle Produktion Fisch. Produktionslimit. Wenn die aktuelle Produktion beendet oder unterbrochen wird, wechselt die Produktion automatisch zum nächsten Artikel. Wir haben doch keinen, aber... Dorflager. Naja, gut, ne? Wir müssen auch einen neuen Speer machen. Fischerhütte ist fertig. Tonga, Sequela, Taula, Mangahika, Konaku, Wahela, Rapuka, Pati, Kada, Rada, Hua, Dunga, Wosa, Tokenda, Konahana, Rada, das hat ihn noch 100 vor dahinter, eh? Aulasa, Walker, Nakana, die Hunde. Diese Hawassin, noch 100 vor da. Diese Tonokana, 100 Hitte. Nahrung und Werkzeug zur Fischhütte. Verstanden. Danke, dass du mir was gegeben hast. Ich hätte allerdings selber genug. Egal. Nehmen wir gerne. So. Wir müssen einen neuen Speer machen. Ja, machen wir es gleich. Einfach damit wir auch einen haben. Ich bin so schlimm, ne? Alles mitnehmen, was geht. So, Speer. Können wir herstellen, kein Problem. Messer, Axt. Ja, den großen Hammer brauchen wir aktuell nicht. Und was auch immer wir mit dem... Talisman. Basiszutat für viele Rituale. Ich mag Ordnung. Ein Rochen. Truhe Fischhütte. Und zurück zum Ältesten. Bin ich hier bei Octopath? Mit dem Hin und Her? Wobei nicht nur, ne? Das machen ja viele Spiele. Aber wisst ihr was? Immer laufen.
Wenn er keine Ausdauer hat, dann spare ich mir das Drücken auf die Taste. Er geht nach oben. Dann haben wir einen Finger frei. Ich habe die Werkzeuge mitgebracht. Auch die Fackeln sind im Totem platziert. Alle müssen schlafen. Aber der Stamm hat doch schon Fisch, oder? Chusa mongaku kona pisa kona fuela. Ise kona kuhuna da sakana asakike krueka. Chusa fueta na. Chusa kona kuhuna fuela da hunda da katana. Verstehe. Noch ein Ritual. Gut, gut. Ist ja gut. Aber wenn die sich dann selber versorgen können, habe ich es einfacher. Dann habe ich das einfacher. Haben wir alles da. Okay. Okay, dass er jetzt immer läuft, daran muss ich mich aber jetzt trotzdem gewöhnen. Kann ich dann die Rituale einfach durchballern? Wähle das Ritual. Dieses Ritual auswählen, Ritual vollziehen. Muss man sich merken, aber das kriegen wir schon hin. Ach, Katze. Diesmal ist es bloß verbrannt. Okay. Schließe den Bau ab. Bau eine Kochhütte. Na gut. Also, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass wir unseren eigenen Stamm bauen, so im Ganzen und so. Schlafhütte, Kochhütte. Aber es ist, glaube ich... Die Uhrzeitanzeige oben rechts, die wäre mir noch nicht ganz verständlich in den Sinn. Wir werden jetzt auch viele Kräuter brauchen, weil wir 5 Talismane benötigen. Ich glaube. Das Speer geht auch. 5 Weihrauch, 5 Talismane. Dann brauchen wir eine Menge Bambus.
warum guckt er sich immer die Axt an? Du kennst das Ding doch schon. Wie auch immer wir heißen, Verbannte. Wir brauchten 10 pro Talisman. Das heißt, wir werden 50 Bambusse brauchen. Wenn man... Na? Ich meine, es geht schon schnell, aber... Falsche Taste. Mit. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass ich zum falschen Ausgang raus bin. Holzfäller Stufe 5. 48. Oder ist mir dieser Bambushain einfach nur nicht aufgefallen? Das wäre natürlich auch möglich. Halt, Moment, wenn wir jetzt auch noch eine Hütte bauen müssen. Nimm's mit. Dann brauchen wir auch wieder Bambus. Aber ich würde behaupten... Wenn wir die Talisman zuerst machen, dann haben wir das... Ja, Prioritäten setzen, ne? Hammer. Jetzt holt's mir einfach mal den ganzen Wald hier ab. Keine Ahnung, wie viel wir brauchen, wenn wir Schlaf und eine Kochhütte brauchen. Kann ich zufällig nachschauen? Moment mal. Ich kann nachschauen. Kochhütte, 43 Bambus. Normales Holz auch. Und gelbes Gras. Okay, dann sind wir bei 60, knapp 70 Bambus. Ich brauche jede Menge. Jede Menge. Jede Menge gelbes Gras. Na gut. Dann machen wir das mal. 100. Wir brauchen Schlaf. Ja, Katze. Wir gehen kurz schlafen. Aber das bedeutet... ...dass die Nacht das Dunkle markiert. 7 Uhr morgens? Passt. Werden wir verhungern? Nicht einmal. Ich gebe den Typen auch mal was. Können wir noch ein bisschen Zeug ansammeln. 4 haben sie noch. Und einen Gegenstand. Fallen lassen mit Steuerung links, um Gegenstände aufzuteilen. Das mit den Fackeln gemeint. Kann ich mit dir... Ich finde diesen Schädel cool.
Hallo Leute. Aber sonst kann ich hier nichts machen. Vorbereiten. Das nehme ich an mich, um es zu kochen. Gras. Und ein bisschen Holz brauchen wir noch. Ein bisschen mehr vielleicht. Das Hacken sieht auf jeden Fall merkwürdig aus. Okay. 33, 35. Einen nehme ich noch mit. Komm. Ups. Das sind jetzt 41. Hoch mit dir. Also. Da ist meine Hütte. Dann bauen wir hier. Eine Schlafhütte. So. Ich finde das mit den Holzbrettern so gut. Auch die Optik mag ich. Aber theoretisch, die nächsten beiden Bewohner müssten ja dann Weibchen sein, oder? Weil sonst bringt einem das ganze Zeug ja jetzt hier nichts. Kochhütte. Kochhütte machen wir. Im besten Fall in die Nähe. Muss halt eben genug sein. Ja. Mal gucken, ob die Ressourcen jetzt reichen. Baumeister. Kein Holz mehr. Dann nehmen wir gleich den. Ich bin gespannt, ob die Bäume nachwachsen. Also der Bambus scheinbar schon, aber das ist ja eine natürliche Sache. Wie gesagt, der schafft bis zu 30 cm am Tag. Und das ist kein Scherz, das ist wirklich so. Lasse den... Es tut mir leid, wenn ich mich manchmal ein bisschen zu hastig umdrehen sollte. Was bauen wir da? Bambus mit Ranken. Die Konstruktionen sind ja cool. Zum Glück habe ich schon genug Steine gesammelt. Meine Axt ist kaputt gegangen. Das hätte mir das Spiel auch mal sagen können. Axt. Machen wir uns zwei, wenn die so leicht kaputt geht. So. Immer schön für Ordnung sorgen.
weiß nicht, ob ihr es merkt, aber da, wo ich hinziele, da schlägt er auch die Axt rein. Das ist schon irgendwie anders als das, was ich alles kenne. Ach, das sind Holz? Das ist ja cool. Aber das gefällt mir. Mal gucken, ob unser Gras reicht. Denke eher nicht. Das würde mich wundern. Weil wir ja doch recht viel... 11 habe ich noch. Hatte. Ernsthaft? 2 Holz fehlen? Den würde ich eigentlich gern stehen lassen. Oh! Habe ich genug Bambus? Trinkschlauch? Oh ja, bitte. Ja, wobei, einer sollte reichen, ne? Halt, 5 brauchen wir. Die Talisman ist billig. Das ist kein Problem. Letzte. Verbrenne es, um es, um die Götter zu besänftigen. So, das kannst du haben. Und dann noch ein Bäumchen. Nehmen wir den da. Ich hab Spaß. Anders Spaß als vielleicht bei anderen Spielen, aber ich finde das gut. Und man hat eine Story bei. Habe ich den Trinkschlauch jetzt vergessen, ne? Halt, stopp. Einwegbehälter, benutze ihn. Ach, gucken wir mal. Voller Trinkschlauch. Hä? Jetzt ist er weg. Muss ich das verstehen? Kann ich das eigentlich? Nein. Fisch. Mach mal 5. Aber zu gammeln scheint das nicht, oder? Und warum sind jetzt schon 24 Minuten vorbei? Das gibt's doch nicht. Charakter. Altar. Weihrauch brauchen wir noch. Produktion. Status. Speer ist kaputt. Keine Arbeiter. Keine Ressourcen. Ein Messer. Ja, wir müssen ja erst auspacken, Leute. Also, du brauchst ein Messer. Das kannst du haben. Aber das ist gleich kaputt. Warte, was brauchst du? Wo habe ich das gelesen? Hier habe ich das gelesen. Ach so, ja, stimmt. Also.
Ach, ja, okay. Jetzt habe ich ein bisschen vorgegriffen. Ein Speer. Ein Messer. Ich mach mal zwei. Ach, das Weihrauch. Ja, es fehlt. Nummer 1 Kochhütte. Das brauchen sie. Lagerbestand erhöhen. Erhöhte Lagerbestand von. Dorflager. Ich weiß gerade nicht, welches davon gemeint ist. Aber wir werden schon sehen. Ach, Moment. Wir müssen ja noch ein bisschen was Weihrauchartiges herstellen, damit wir das nächste Ritual machen können. Damit wir 5 hiervon haben und 5 hiervon. Selbst auf, wenn du Wasser trinkst. Ja, da muss ich noch gucken, wie das funktioniert. Das ist nicht so gemacht, wie ich das kenne. Wie es logisch wäre. Ich habe mich um das Essen gekümmert. Das nimmt bereits einen großen Teil meiner Zeit. Was? Das nimmt bereits viel meiner Zeit in Anspruch und der Feuerberg ist immer noch wütend. Wie werden die Träger es wissen? Woher wissen die Träger, woher sie ihre Ressourcen beschaffen oder wohin sie sie bringen sollen? Tusa Mongaku, Ivana, Kanahina, Ianoka, Asiaga, Takahina, Huenada, Storeka, Dasa Konagu. Also muss ich nicht länger den Fisch zum Koch bringen? Tusa Nangaku Kamanga Sureka Konafuela Ipa Konakahoinga Karaka Katahuina Sueka Todonda Veleha Moana. Danke für das Geschenk deiner Weisheit, mein Ältester. Ich werde uns einen zuverlässigen Träger suchen, bevor ich den Koch und den Fischer dem Dorflager zuteile. Da haben wir mal wieder vorgegriffen. Ich habe den richtigen Träger für uns gefunden. Barika, Nata Hunda Hanahina, Hola Kanafuela. Wisa Nogangu,
Konaku Tribe und Hanada Suwile. Fisa Honago Dohina Bulaga. Welas Konokula Kutubila Bureta Piona Anasasuela. Tangu Konakaku Sueka. Isa Konahandu Konika Konaxile Donanda Fuluesuela. Ich bin dabei. Dorflager. Um Hütten miteinander zu verbinden, teile sie im Stammesmenü dem Lager zu. Je mehr Träger im Lager sind, desto mehr Hütten können verbunden werden. Stammesmenü, Produktion im Lager zu teilen. Jeder Träger erlaubt es, 3 Hütten zuzuweisen. Sprich mit dem Speer. Aber nicht mehr heute. Wir speichern das Spiel. Nicht löschen. Das bringt uns nichts. Und beenden an dieser Stelle. Wir sind tatsächlich schon wieder bei einer halben Stunde angekommen. Ich danke an dieser Stelle fürs Zugesehen haben. Schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein. Oder bei mir im Stream. Ich bin am Wochenende live. Link dazu in der Beschreibung. Beim nächsten Mal guckt man nach dem Speer. Die Sonne geht gerade unter. Und werden wir wahrscheinlich das nächste Ritual durchführen. Bis dahin. Bye bye.